Da schmeckt es jemanden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus meinem Leben mit Kaninchenhaltung in der Wohnung. Wie süß, der Erik putzt die Emmy und die Emmy putzt die Holly, weil die Emmy durch das Putzen vom Erik dazu animiert wird. Na, Emmy? Wir haben einen kleinen Kuschelmuschelwuschelhaufen, bis auf den Erik, der ist natürlich wieder im Schlafzimmer unterm Bett. Und der Holly schmeckt der Feldsalat. Ich habe doch gestern die Kekse hier gekauft von Edeka, von der Eigenmarke Chocolate Cream Cookies mit flüssigem Schokokern. Und die sahen ja so lecker aus auf der Verpackung und auch von der Beschreibung, so die Vorstellung mit flüssigem Schokokern und so ein Cookie. Ja, ich habe gestern die Packung aufgemacht. Ich will euch mal zeigen, wie die aussehen. Und zwar sind die hier falsch rum drin. Ich dachte erst, das sind diese Granola-Kekse oder so. Kennt ihr die? Es gibt auch so Getreidekekse mit teilweise auch so Schokoüberzug. Und ja, die sehen irgendwie ähnlich aus. Vor allem, weil die falsch rum drin sind. Duften, ja, eigentlich okay. Aber dieser Keks, zeige euch das mal. Also ich finde, man sieht am Keks schon, dass es nicht so gut schmeckt. Der ist so ein bisschen dunkel und ja, ist so hart. Und ich dachte, das wäre vielleicht so ein Mürbeteigkeks wie diese Butterkekse, die ich ja so gern mag, dieses Butterspritzgebäck. Wenn man mal vergleicht hier, ne, wie schön gelb der aussieht auf der Verpackung und wie braun der einfach nur in echt ist. Sieht man schon, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Und ja, auch geschmacklich finde ich den jetzt nicht so gut. Also ich habe es mir auf jeden Fall besser vorgestellt. Nur für euch zur Info, falls ihr überlegt habt, euch die nachzukaufen, weil die ja wirklich richtig gut aussehen. Es gab doch mal diese Kekse, erinnert ihr euch, vor langer Zeit. Wer war da schon mit dabei? Da gab es auch verschiedene Sorten. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Ich glaube, irgendwas mit Farmers. Nee, ich bin mir nicht sicher, wie die hießen. Auf jeden Fall gab es da verschiedene Sorten und ich hatte immer die mit, auch so Cookies, ich weiß gar nicht, gefüllt, ja doch, Macadamianuss und ich glaube weiße Schokolade, Schokoladen, ach, die waren gut. Und ich habe mir halt vorgestellt, die würden ähnlich schmecken, aber da merkt man dann doch den geschmacklichen Unterschied. Die, von denen ich rede, die waren immer relativ teuer und ich glaube, ich habe die immer gekauft, wenn die gerade im Angebot waren. Und die waren halt so hell. Und halt auch so ein bisschen weicher vom Keks, so ein bisschen mürber. Also das ist einfach nur ein harter Keks. Ja, schade. Da sieht man, wie die Verpackung nicht der Realität entspricht. Ich überlege gerade, weiß jemand von euch noch, welche Kekse ich meine? War da schon mal jemand von euch dabei? Das waren auch so Cookies. Und da gab es auch verschiedene Sorten und ich hatte immer die mit Macadamianüssen. Gab es aber, glaube ich, auch Macadamianüsse und eine andere Art von Schokolade oder Schokokekse. Ach, die waren so gut. Da hätte ich mal wieder Lust drauf. Und dann gab es so kleine von Kaufland, hatte ich früher. Die waren so kleine und die hatten auch so eine Schokofüllung. Die waren auch gut. Aber die hier leider nicht. Es gibt Abendessen. Als Vorspeise heute einen Apfel und eine gelbe Goldkiwi. So, Abendessen ist fertig. Und zwar ist das eine Pizza aus Kartoffelteig. Also quasi eine Kartoffelteigpizza. Lotte, was hast du für Anfall von Chefmodus? Und der Erik ist echt immer der Knaller, ihn interessiert es null, was seine Frau da für Anfälle hat. Erik hat jetzt Hunger, Erik möchte essen.
Jetzt wollte ich mir so einen richtig schönen Eisteller machen mit Walnusseis und Cookies-Eis und Amarena-Eis und Sahne. Aber die Sahne wurde einfach nicht fest. Ich habe jetzt ein bisschen Puderzucker mit dran. Ich habe gelesen, das soll helfen, wenn man keinen Sahnesteif hat, was ich ja eigentlich nie verwende. Ja, Sahne ist nach wie vor flüssig, bisschen schaumig. Ich glaube, ich habe gelesen, das passiert, wenn die Sahne zu warm ist. Ich meine, ich habe sie direkt aus dem Kühlschrank. Also eigentlich soll sie nicht zu warm sein, aber irgendwas ist da wohl schief gelaufen. Leute, was wird denn das, wenn es fertig ist? Oh, guck mal. Bis morgen, wir freuen uns auf euch. Tschüss.